plus 5 Fähigkeitspunkte. Schön, schön. Den und alle Sachen wieder zurück zu Talana. Die nicht wirklich erfreut darüber ist, dass alle Leute ihre Sache anziehen. Vor allem Gerugon. Das dahin, das dahin. So. Und zurück zur Brücke. Die irgendwo hinführt, wo hoffentlich Wurzellose sind, die ein Herz gestohlen haben. Hier erstmal aufräumen, auch wenn die Bäume ja nicht wirklich was dafür können. Aber sie stören uns beim Schlafen. Und Fliegen ist so schön. Also nicht nur, dass wir überall hinkommen, sondern wir sind auch richtig schnell, wenn wir fliegen. Im Vergleich zum Fußlaufen. Und wir haben gleich keine Zauberpunkte mehr. Deswegen wollte ich schlafen. Das tut irgendwie weh. Aber am Hof verprügeln wir einfach mit Stäben nieder. Lasst uns mal einen richtigen Kampf. So, Bewahrung hält noch. Ja. Richtigen Kampf suchen. Zing, 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 zing. Brauchen wir wirklich noch so? Können weg, wir das wirklich brauchen? Weg. Weg und weg. Quatsch. Und alle tot. Sehr schön. Wir würden gerne schlafen. Dann hätten wir gerne ein neues Auge. Fliegen müssen wir noch nicht, weil wir wollen da rein. Wir hätten gerne Fackellicht. Wir hätten gerne Schild. Wir hätten gerne Heldentum. Wir hätten gerne Steinhaut. Wir hätten gerne Segen. Wir hätten gerne Schutz vor Magie. Und das war's, glaube ich. Ja, rein da. Klankas Labor. Hinter der Tür kann man gerade noch entfernte Geräusche von Explosionen und verrückten Lachen wahrnehmen. Ein beißender Säuregestank liegt in der Luft. Und rote Sieht Punkte. Gar nicht so gefährlich aus. Das tut irgendwie weh. Die kennen wir ja schon aus dem Negentunnel. Nur hier sind wenigstens keine Zwerge im Weg. Ich sollte hier nicht von trinken, oder? Erfrischend. Okay. Runter oder hoch? Oh, oh, oh. Golems. Okay. Sind nicht so stark, wie sie aussehen. Nö, sind sie nicht. Gott, Gott, Gott. Oh, und Fässer. Hier ist ein Brunnen, wo man wahrscheinlich von oben runterfallen kann. Da müssen wir vorsichtig sein. Stärke, Intellekt. Hier ist bestimmt von Geheimgängen nur so wimmeln. So verwinkelt, wie das jetzt schon ist. Oh, ein Geholder. Also ein kleiner und Talana schläft. Das ist kein guter Zeitpunkt, Talana. Du kannst nicht wecken. Die Einzige, die wecken kann, ist Talana. Erwachen. Oh. Oh, 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 oh. Ja, nee. Du heilen. So weit, so gut. Heilen. Ich würde die noch gerne umbringen, solange wir Zauberpunkte haben. Damit wir nicht ganz so häufig rein und rauslaufen müssen. Und du heilst dich bitte selbst, weil du die Einzige bist, die wiederbeleben kann. Und raus. Wir müssen. So, wenigstens ein bisschen was geschafft. Ich denke aber, wir werden noch ein-, zweimal rauslaufen müssen. Wobei das noch vertretbar ist. Im Gegensatz zu dem ein oder anderen Dungeon, wo wir wesentlich öfters hätten rein und rauslaufen müssen. So, du Heldentum, du Auge. Und das reicht mir erstmal. So, wieder hoch. Das sind ganz viele blaue Sachen. Kaputt. So sind zwei. Drei. Das liegt da für ein... Achso, das ist ein Auge. Ich wollte gerade sagen, was liegt da für ein komisches Ding auf dem Boden, aber ja. Stück. Oh, Bücherei.
Ist ja nicht so, dass wir den mächtigsten Zauber überhaupt schon gefunden haben. Zumindest eine Schriftrolle davon. Das wird der Haken sein, das ist nur eine Schriftrolle. Oh. Wo kommst du denn hier, kleiner Mann? Okay, gucken wir mal, ob hier irgendwas... Bücher, ein, zwei Schriftrollen. Warum schon wieder rot? Wird ein Gegner angezeigt. Ach, da. Oh. Hallo, Golem. Das tut irgendwie weh. Ja. Ha. Ganz, ganz oh. Viele Alchemie-Sachen. Und ein garstiges Auge des Bösen. ja. Wahnsinn heilen. Lähmung heilen. Furcht verjagen. Nö. Haben wir da? Lähmung heilen. Gottes Wiederherstellung. Hebt alle Zustände wieder auf, außer Tod, Versteinerung, Vernichtung. Damit könnten wir es heilen, aber ich weiß nicht, ob ich das will. Ich weiß es nicht. Können wir das Drachenhauch. Erstmal mach du bitte das da. Dann heil bitte du die Verrückte. Weil ich denke, selbst wenn sie stirbt, bleibt der Zustand erhalten. Du heil sie und dann wähl bitte gleich nochmal für dich einen Standardzauber aus. Und zwar... Wo ist er denn? Pinchrack. Okay. Da das Ding ja ein riesiges fliegendes Auge ist, kriegt's wieder den Schaden. Jupp, kriegt es. Und Lunanera ist auch verrückt. Und Lay ist auch verrückt. Und das Ding ist ganz schön garstig. Du heil dich. Oh. Okay. Fallen im Boden. Du heil sie. Ach, da ist der Brunnen, den wir unten gesehen haben. Okay, raus. Das geht nicht weg im Schlaf, oder? Nee. Das ist ein Problem, weil die kriegen jetzt keine Zauberpunkte zurück. Ich denke, das wird doch ein Zeichen dafür sein, dass wir diesen Dungeon noch nicht angehen sollten. Also auf Krampf könnten wir wahrscheinlich schaffen, aber nee, das zweimal rausgleichen hat mir jetzt schon gereicht. Also behalten wir für später im Auge. Was sagt die Karte? Karte sagt, das war der Forst. Gut, dann haben wir ein Problem, weil wir haben keinen Mana zum Fliegen. Doch, haben wir. Okay. Wir würden gerne nach Nordwesten. Da ist hier bekanntlich Afli. Und zwangsweise auch ein Tempel. Hier müsste es gleich hochgehen. Jo. Wir sind immer noch verrückt, haben gar keine Mana mehr. Und hier gab es ja auch noch ein, zwei Ecken, die ganz interessant waren. Also einmal die ganzen Weibern, dann aber auch die Wassernymphen und dergleichen. Also hier können wir noch ganz viel Spaß haben. Und vor allem durch das Fliegen erstmal aufdecken, wo was ist. Hufeisen? Nein. Taverne. Bank. Tempel? Fragezeichen. Wir haben auch nicht besonders viel Gold um... Oh, warte. Wir können aus der Bank das Gold holen. Für etwaige Zaubersprüche. Euer Gold ist abheben. 4, 5, 0, 0, 0. Alles. Danke. Das mögen Banken immer. Wenn man alles Gold, Geld, was auch immer abhebt. Zing. Und dann eventuell demnächst auch nach Erastia zurück. Wie kann ich helfen? Zu den Meistergilden der den Pfad des Lichts. Priester. Auf Wiedersehen. Um dort dann Wahnsinn heilen zu finden. Hier war eine Schule. Hier waren aber auch klerikale
Ja. Okay, gucken wir mal. Willkommen in der Gilde des Geistes. Versklaven. Irrsinnheilen. 7400. Ist gekauft. Massenfurcht. Alle Kreaturen in Sichtweite des Zaubernden fliehen. Nimmt eine Kreatur Schaden, solange sie unter der Wirkung des Zaubers steht, wird die sofort aufgebrochen. Geistesresistenz? Haben wir Geistesresistenz schon? Geist. Ja, haben wir. Viel wichtiger ist mir allerdings das hier. Zauber, perfekt. Du reparierst. Noch irgendwo irgendwas defekt? Nein. Du verkaufen, du verkaufen, du verkaufen. Es muss warten. Andere Schulen, was haben wir noch so Schönes? Willkommen in der Körpergilde. Schutz gegen Magie haben wir schon gekauft. Fliegende Faust haben wir schon gekauft. Krankheit heilen. Krankheit und Giftheilung. Bei Körper. Giftheilen haben wir. Krankheit heilen haben wir nicht. Willkommen in der Körper. Wir hätten gerne Krankheit heilen. So. Und es gibt nur die beiden Gilden hier. Okay. So, was haben wir noch? Wir haben hier das auf Meister. Und wir haben auch ein paar Punkte. Meditation können wir nicht höher. Meditation hier könnten wir Großmeister werden. Aber erst mit dem nächsten Druidentitel. Hier haben wir alles Meister. Falschmeister ist nicht so wichtig, auch wenn es ganz schick wäre. Alchemie-Meister haben wir gar nicht geholt. Daran könnte es liegen, dass der Trank in die Luft geflogen ist. Wir konnten das noch gar nicht. Ja. Oh, Erdmagie wollten wir noch Telekinese holen. Auch wenn das jetzt dank Bewahrung ja schon fast hinfällig ist. Streitkolbenmeister wäre auch noch ganz nett, aber... Und Geistesmagie für ihn bitte kaufen. Geist war da. Willkommen in der Gilde des so. Willkommen in der Gilde des hat Kirugan das jetzt auch? 1, 2, so. Nächstes Mal auf 4 und der kriegt ja alles auf Expertenrang. Damit er wenigstens so ein bisschen was zaubern kann. Also primär ist eigentlich nur wichtig, die Körpermagie, dass er heilen kann. So, Afli, was hast du denn Schönes zu bieten? Du hast hier die Insel mit den Wassernymphen. Du hast da den Tempel von Bar, wobei wir nicht wissen, was da unten drin ist. Und da diese Geschichte, wobei da sehr, sehr viele Nymphen waren. Entscheidung. Was haben wir noch an Missionen? Findet Haldars Gebeine im Labyrinth von Niggen. Das wird eine sehr schwere Mission sein. Na gut, fliegen wir mal kurz hin, gucken und im Notfall machen wir einen kleinen Cut und entscheiden uns in der nächsten Folge, wie wir weitermachen wollen. Fliegen wir richtig? Karte? Ja, fliegen wir. Also wir wollen dahin, wo die ganz, 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 ganz vielen Wasserelementare waren. Wobei da ein Schutz gegen Wasser vielleicht ganz schick wäre. Genau. Dann hätten wir noch gerne Schutz gegen Magie. Und da schießt schon der Erste. Und wir hätten gerne Heldentum. Und wir fliegen einfach mal rein. Titanenburg. Schauen wir uns das an. Das ist keine so gute Idee, Gerogon, denke ich. Fliegen können wir drin nicht. Eine Titanenburg. Ich glaube, das ist noch etwas außerhalb unserer Reichweite. Licht bitte. Und du mach bitte Auge. Oh, eine Kiste. Mal gucken, ob sie uns alle permanent umbringt. Nee. Ups, können wir das wirklich machen? Erdresistenz. Brauchen wir wirklich noch Stärke. So ein eigenes Ding? Brauchen wir wirklich noch Arcana-Stab der Faust. Ja, das reicht mir schon. Ich
Was ist was Blaues? Karte. Achso, Kisten werden angezeigt. Das ist ja auch praktisch. Oh ja, ich will gar nicht erst den ersten Titan hier sehen. Der könnte uns mit einem Blitzstrahl one-hitten, denke ich. Also raus. Ein, zwei von denen hier umbringen. Das tut irgendwie weh. Und dann gucken wir weiter. Oh, unsere Fliegendame ist abgestürzt. Und jetzt müssen wir Fliegen neu zaubern und Gebrön ist so schnell runter. War es nicht schön? Oh ne, das ist definitiv zu hoch für uns. Es gibt jetzt doch recht viele Ecken, die irgendwie zu hoch für uns sind. Ich denke, wir sollten uns jetzt doch für einen Weg entscheiden, auch wenn es ein wenig schade ist. Sagen uns Erfahrungspunkte. Ja, könnte schon wieder aufsteigen. Boah, das ist jetzt schwer. Du zauber mal bitte das dann für eine Karte haben. Also, Harmondale. In Harmondale gibt es nichts wirklich Wichtiges für uns zu tun, außer ihn vielleicht abzugeben. Achso, das ist Harmondale. In Erassia gab es da noch einen Dungeon? Nee. Im Tulianischen Forst gab es dieses Klenkers-Ding, was mit Wahnsinn heilen jetzt auch machbar wäre. Da oben kommen wir nicht hin, da kommen wir nicht hin. Das hier haben wir noch nicht gesehen. Effli gibt es halt die Titanenburg. Und ich denke mal, wenn die Titanenburg schon so schwer ist, wird der Tempel von Bar ähnliche Maßstäbe annehmen. Nee, ich glaube, es wäre jetzt ein guter Zeitpunkt abzuspeichern. Und danach werden wir uns für einen Pfad entscheiden und der Hauptqueste folgen. In der Hoffnung, dass wir so genug Erfahrungspunkte bekommen und auch Zugang zu einem der beiden High-End-Städte, um dann in Ruhe weitermachen zu können, ohne sich mal rein und raus zu laufen bei den Dungeons. Ja, klingt nach dem Plan. Also sehen wir uns gleich wieder.